Recht herzlich willkommen zur 146. Folge von City Skylines. Ja, wir sind wieder in der Chaosstadt und wollen jetzt gucken, dass wir da noch ein bisschen was hinkriegen wieder. Ist nur die Frage, was, ne? Okay, hier sind natürlich 1000 Häuser wieder leerstehend. Machen wir mal wieder diese Ansicht, die ist einfach noch die beste dazu. Es kommen noch Leute in der Stadt, wir sind gleich wieder bei 30.000. Ich baue auch wieder welche ab, damit der Bodenrichtwert nicht absackt, und sondern vielleicht steigt. Auch wenn der MAZ irgendwie da sagte, dass ich mich viel zu viel ums Micromanagement kümmere, aber ich glaube, das ist vom Vorteil. Ah, hier muss ich aufpassen, dass wir den Stromanschluss nicht verlieren. Allerdings sollten wir hier gleich auch schon in die Bodendingens gehen und hier das wegmachen wegen dem Mangel an Strom. Na, da lassen wir besser ruhig noch einbauen. So. So, wie sind wir? Über 30.000 sind wir wieder. Das war ja schon auch gesagt, dass wir da drunter gefallen sind an der letzten Folge. Aber es geht doch langsam aufwärts, oder sehe ich das falsch? Wir arbeiten ja dran, ne? Irgendwann müssen wir sicherlich dann gucken, dass wir auch wieder Sachen hochschrauben, prozentual. Dass wir genug Strom haben und sowas, das müssen wir darauf aufpassen. Wasser passend ist. Ja. Keine Ahnung, was er da jetzt abgerissen hat. Jetzt haben wir gerade wieder Minuszahlen. Es wäre zu gucken, was das ist. Strom ist aber genug da. So, hier müssen wir gucken, das Gebäude steht daneben noch. Das kleine kann weg. Das muss bleiben. Ja, hier sind drei nebeneinander. Das müssen wir lassen. Obwohl, da sind noch welche daneben. Eins davon muss auf jeden Fall bleiben. Ist wieder grün noch. Also es kommen ja immer Smileys dazu. Die Leute sind ja dann zufrieden. Wenn sie zufrieden sind, bedeutet ja auch, dass dann wahrscheinlich auch ein Zuwachs stattfinden kann. Was ist das? Ach so, lahmgelegt. Das ist alles weg. Da ist ein Park, deswegen ist auch die Stromversorgung noch gesichert. Ja, wir kommen nicht über die 30.000 momentan. Sind immer knapp drumrum. So, was haben die jetzt hier für ein Problem? Nicht genügend Kunden. Okay, das ist jetzt schwierig zu schaffen, ne? Jetzt sind wir gerade über 30.000. Das mit dem Strom müssen wir anlassen. Hier ist nämlich jetzt schon eine Lücke entstanden. Jetzt haben wir da
Noch Flächen? Ja, haben wir. Hier haben wir eine Fläche wegen Straße rein und sowas. Okay, muss so bleiben. Es wäre schön, wenn wir das Stück nur anschließen könnten wiederum, ne? Weil das sind ja auch. Tja. Den Abrissbirne wieder her. Das kann auf jeden Fall weg. Jetzt habe ich hier wahrscheinlich bald die Versorgung auch abgerissen. So, da hinten noch. Oh, hier ist noch reichlich. Okay, da sind die Oberlandleitungen. Wieder Überlandleitungen. Hier ist ein Park. Jetzt bleibt aber auch so die Verbindung bestehen. Wir sind wieder unter 29. Oder unter 30, 29 zum Glück noch nicht runter. So, hier Bodenrichtwert jetzt da wieder am Flackern. Kann ich machen. Ja. Irgendwie ist es das gerade nicht. Strom ist gut. Leute kommen jetzt auch wieder gerade. Es muss irgendwo was Gravierendes sein. Aber was ist das? Das ist die Frage, ne? Wegreißen. Da müssen wir was lassen. Na, das war ein positives Haus. Tja. So, ich bin jetzt der Meinung, dass wir mal gerade hier dieses erstmal auch machen sollten, dass wir hier gucken, dass wir Bezirke wegmachen, um zu sehen. Wo denn hier Zuwachs ist oder nicht, ne? Hemmstrom. Das machen wir auch weg. Hier ist eine größere Fläche, die kann weg. Ist ein Haus drauf. Ja, hier weg. Ja, mach's weg hier. Jetzt müssen wir noch mal Strom haben. Die brauchen nur noch Strom. Zieht da gerade einer hin, okay. Ja, macht das hier auch weg. Das
ist weg. Da ist weg. Da auch weg. Das brauchen wir für das Haus. Das haben wir ja geguckt. Einmal wieder Strom anmachen. Das ist nicht isoliert, das Gebiet. Das ist dadurch angebunden. Das bedeutet, hier macht das mal weg. Und dann das auch. Einzelne Gebiete gehen eigentlich immer weg, weil das wird auch darüber gemacht. Wie sieht es hier aus? Gibt es eine Verbindung drüber? Jetzt ist sie weg, ne, oder? Ne, ist immer noch da die Verbindung. Dann mach das auch mal weg. So. Hier gibt es auch noch Flächen. So, hier müssen wir irgendwann mal Balken erscheinen. Ne? Dann sind wir wieder wenigstens da, dass wir wissen, was wir brauchen, ne? Denn das ist auch entscheidend am Ende, ne? Dass man sieht, wer ist bedürftig, wer nicht. Und dann kann man auch Wohngebiete wieder so aufbauen, dass es Sinn macht und nicht so zerpflückt ist auch, ne? Wie sieht es hier mit Strom aus? Ist noch gegeben. Macht das noch weg. Aha, hier ist gerade Strom schlecht. Aha, hier ist gerade ganz Strom schlecht. Aber lach nicht an mir. Es liegt einfach daran, dass hier irgendwo kein Wind sich dreht hier. verfügbarer Strom, ja. Müssen wir irgendwo was anmachen? Bringt das das? Wenn ich das jetzt einschalte, kostet uns das 720 die Woche. Okay, das nehmen wir in Kauf. Aber das ist auch wieder ein Sonnenkraftwerk, ne? Ah, okay, jetzt ist gerade Nacht, bringt also nichts. Dann bräuchten wir eher eins. Obwohl die Sonne scheint noch leicht, deswegen. Tatsächlich bringt es so viel Strom, dass es hier die Dinger weggepoppt sind, teilweise. Ja, hier poppen sie auch weg. Oder kommt gerade mehr Wind auf. Die soll man die Lampen hier unten drin ausmachen, ne? Dann klappt das auch. Also ist mit dem Strom schlecht. Weil er noch was Ausgeschaltetes, was mit Strom zu tun haben könnte. Wie sieht es denn hier mit unserer Reinigung des Wassers aus? Können wir da noch einen abstellen, oder? Abwasserklärung ist klar und flussaufwärts mal Frischwasser. Ist alles aus hier. Da würde ich sagen, machen wir auch noch einen aus. Wasserklärung ist gerade im Bereich. Ich glaube, da machen wir noch zwei aus gerade. So, Strom muss her.
Da ist ein Wasserturm, okay. Dieses Gebiet fehlt Strom. Aber ich sehe hier jetzt gerade nicht, wo wir hier noch was anmachen können. Das haben wir angemacht. Ja, wo muss da noch was Schwarzes sein dann? Ach, wir sind nicht drauf, deswegen. Hier hinten ist noch ein Kraftwerk. Dann macht das auch wieder an. Wie waren die Verbindungen von da? Über dem. Über den. Ja, läuft. Jetzt reicht's gerade wieder, ne? Gut. Wir haben auch 31.000 Bewohner. Es geht langsam, aber sicher voran. Müssen wir gucken, wie wir es hinkriegen. Ja. Gehen wir hier nochmal rein. Oh, da war jetzt einer, der da wohnen wollte, ne? Dann lassen wir den da auch wohnen. Ich glaube, da ist auch ein Häuschen drauf. Da nicht. Sind auch leer. Machen wir weg. Da steht einer drauf. Da nicht. Da nicht. Da nicht. Da nicht. Da nicht. Ja, die Blocks hier können wir erstmal ausmachen. Da fehlt irgendwas mit der Bushaltestelle. Da müssen wir uns auch noch drum kümmern. Hier oben, das kann noch weg. So. Hier drinnen noch was weg. Da fehlen Arbeiter. Das lassen wir mal so. So, hier ist noch was. Das können wir auch abreißen. Das weg. Da ist alles gut. Hier wollen wir mal nicht mehr so viel bauen gerade. Ja, hier machen wir auch noch ein paar weg. Mal so stehen. Hier auch ein bisschen raus. Nein, das wäre brach. Aber dann lassen wir mal so. So. Genau weg. So, da sind wir dann auch weiter. Ja. Das nehmen wir weg. Das auch weg. Das weg. Das weg. Die auch weg. Das wäre eine Verbindung, glaube ich, ne? Passt aber noch, okay. Das machen wir weg.
hier ein bisschen ausmisten. Da, da, das auch noch. Gut. Ja. Wir haben jetzt 31,8, das heißt, es kommen Leute. Ich mache auch so weiter, wie ich denke, dass das so richtig ist, dass wir immer wieder irgendwelche kaputten Häuser ausmisten. Strom haben wir. Wir haben Abwasserprobleme. Das bedeutet, wir müssen jetzt wieder gucken, dass wir ein bisschen mehr Wasser kriegen. Momentan ist die Zahl hier relativ gut. Könnte man bei 237 plus, ne? Das ist nicht wenig. Da müssen wir gucken, dass wir wieder was an den Start kriegen. Das Abwasser machen wir nochmal einen an. Wo waren die hier vorne? Müssen wir da wieder einen ranmachen, dass die Sache steigt. Weiß nicht, wie lange es dauert, bis das ersichtlich ist. Frischwasser würde ich sagen, machen wir auch besser einen an. Ist das hier Frischwasser? Ja. Ne, der ist an. Das war verkehrt. Schwarze sollten wir suchen und anmachen. So. Da müsste jetzt gleich ein Sprung kommen. Na, ist halt auch gewesen, ne? Müllabfuhr ist am Laufen. Müsste man hier natürlich wahrscheinlich irgendwelche aktivieren. Da. Und dann noch einer. Die müssen geleert werden. Okay, die sind auch zugange. Leeren, 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 leeren. Müllverbrennungsanlagen stehen hier. Haben wir das auch gemacht. Ist aber schlecht, ne? Ja, müssen wir gucken. Aber irgendwann müssen ja mehr frei werden. Bildung ist gut. Zufriedenheit, naja. Bürogebäude sind sehr zufrieden, alles klar. Industriegebiet ist zufrieden. Hier die oberen müssen noch steigen. Gesundheit ist super. Bestattung ist auch super. Krematorium verfügbar. 32,3 haben wir. Die Zahl wird auch größer sogar. 300 steigt auch mehr. Sieht relativ gut aus zurzeit. Vielleicht kriegen wir das ja nochmal hin. Jetzt würde ich noch gerne das Fenster hier bemühen. Und mach mal hier überall auf 2%. Das ist ja schon verdoppeln, ne? Gucken, wie sich's dann verhält. Ja, 2%. Obwohl, Bürogebäude waren sehr zufrieden. Da gibt's dann 3%. Könnte man ja hier mal gucken. Nee, das war da nicht. Wo war das? Hier war das. Industriegebiete, die sind auch relativ zufrieden. Müssen wir gucken, dass die Zahlen noch steigen. Gut, dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.